Nein, selbstverständlich nicht. Wenn man in die Geschichte guckt, findet man verschiedene Gruppen, die Religion als Motivation oder als eine Bedingung für ihre Handlungen mitgeführt haben. Das ist das Christentum mit den Kreuzzügen, auch das kann man ja vielleicht als Terrorismus bezeichnen. Oder vielleicht eine ganz andere Ecke wäre die Aum-Sekte, die Mitte der 90er Jahre ja in Tokio mit Giftgas einen Anschlag verübt hat mit über 5000 Verletzten. Und der Hintergrund waren apokalyptische Vorstellungen. Also auch quasi religiöse Vorstellung. Und es gibt, glaube ich, keine einzige religiöse Gruppe, die sich noch nicht in Terrorismus geübt hätte. Selbst Buddhisten haben es schon geschafft, ihre Religion so auszulegen, dass sie damit für sich terroristische Handlungen legitimieren konnten. Also ganz klar, religiöser Terrorismus ist nicht auf den Islam beschränkt und der Islam an sich ist natürlich nicht per se terroristisch. Das muss man deutlich dazu sagen, sondern jede Religion hat sozusagen in Anführungsstrichen das Problem, dass sie deutungsoffen ist. Das heißt, es geht da um allgemeine Werte und wie man die aber konkret umsetzt und was es bedeutet, das ist eine Frage der Auslegung. Und die meisten Religionen haben hier und da und dort in mehr oder weniger großem Umfang irgendwann in der Geschichte mal die Auslegung gehabt, dass sie andere Bevölkerungsgruppen, andere Länder, andere Menschen terroristisch attackieren müssen.